Ja, bei den FC Wacker Innsbruck Damen gibt es eine ganz spannende Neuverpflichtung, da ja die Stammtorfrau, die Jasmin Pahl, sich leider verletzt hat und länger ausfallen wird, haben wir ja die tolle Möglichkeit genutzt und haben die Caroline Grössinger verpflichten können vom FC Bergheim. Caro, stell dich doch ein bisschen vor. Ich heiße Caroline Grössinger, ich bin 21 Jahre alt. Wie gesagt, ich habe bei Bergheim gespielt vorher, war 2016 bei Bayer Leverkusen. Bin im Nationalteam mit der Jassi und war 5 Jahre im Nationalzentrum für Frauenfußball. Mache jetzt in dem Jahr die Ausbildung zur Feldschullehrerin, mache Kindertorwarttraining nebenbei und Hausbodenbetreuung und ja. Das klingt nach viele, viele Aufgaben und jetzt spielst du beim FC Wacker Innsbruck. Wie ist denn das vonstatten gegangen? Grundsätzlich, weil meine Situation in Bergheim nicht die beste war. Ich glaube, dass das einige Trainer in der Bundesliga mitgekriegt haben. Der Masaki hat meine Cousine kontaktiert, die ist im Salzburger Fußballverband im Vorstand. Und dadurch ist einfach der Kontakt entstanden und auch das Gespräch. Und war dann auch sehr schnell überzeugt und ja, hat mich auf die neue Aufgabe wirklich sehr gefreut. Du hast die Jassi schon angesprochen. Ich gehe mal davon aus, dass du die bei ihr über den Verein und die Situation da beim Verein, beim FC Wacker Innsbruck informiert hast. Ich hoffe, sie hat nur gute Sachen berichtet. Ja, also von der Jassi hört man, glaube ich, aber kann nur gute Sachen. Ich denke, dass sie also sehr ehrliche Spielerin ist, auch was das betrifft. Und deshalb war es auch für mich generell von der ganzen Infrastruktur und von der Gesamtsituation einfach die beste Möglichkeit. Für unsere Zuseher und Zuseherinnen, wir haben ja jetzt die außergewöhnliche Konstellation, dass wir, die Nummer 2 und die Nummer 2b der Nationalmannschaft sozusagen jetzt im Kader stehen haben. Ihr kennt euch, du und die Jassi, ihr kennt euch schon seit Jahren. Die Jassi hat mir erzählt, ihr habt viele Jahre schon einen gemeinsamen Weg. Wie ist es, wenn man sich so gut kennt und doch irgendwie Konkurrentinnen seid? Bei mir und bei der Jassi war es, denke ich, von Anfang an schon so. Also wir sind beste Freundinnen schon seit 8 Jahren und ich glaube, bei uns war es immer klar, der was besser ist, der spielt. Und die andere hat einfach in Kürze gezogen und da hat es nie Streitereien gegeben. Wir haben uns sogar eigentlich immer selber aufgebaut gegenseitig. Auch jetzt im A-Team, wie es mit der Situation ist, weiß ich ganz klar, dass die Jassi einfach derzeit die routiniertere ist, die stärkere ist. Und es ist für mich klar, dass sie die Zweite ist. Hat es nie irgendwas gegeben, ich denke, dass das auch wichtig ist im Fußball, so ein Konkurrenzkampf gehört auch ein bisschen Freundschaft dazu. Und das ist bei mir und bei der Jassi eigentlich überwiegend die Freundschaft. Heute war Trainingsauftakt, es hat ziemlich heftig geschneit, du hast jetzt das erste Damentraining mit einem neuen Damentrainer hinter dir. Erzähl mal, wie waren so die ersten Eindrücke vom Training, vom Team etc.? Ja, voll gut, also ich habe mich gleich wohl gefühlt. Ich denke, auch die Bedingungen waren jetzt zwar heute nicht die besten, aber dass trotzdem ein super Training war. Intensives gleich am Anfang, was auch super für den Einstieg ist. Nein, wie gesagt, ich könnte mich überhaupt nicht beschweren, ich bin voll froh, dass ich da bin und das hat man heute auch wieder bestätigt gekriegt. Was würdest du sagen, was seien deine ganz großen Stärken? Fußballerisch? Ja. Gute Frage. Ich denke, dass ich präsent bin, dass ich reaktionsschnell bin und ja, natürlich gibt es viele Schwächen. Bleiben wir doch bei den Stärken. Du hast es auch betont, fußballerisch. Ja, nachher gibt es doch offensichtlich menschlich, persönlich auch ein paar Stärken, die du uns vielleicht erklären kannst. Was macht die denn aus? Was zeichnet die aus? Ich glaube, mein Ehrgeiz. Das habe ich oft gesagt gekriegt, dass der Ehrgeiz bei mir besonders stark ist. Ich merke selber auch durch Verletzungen und so, dass ich immer wieder zurückkämpfen muss. Ist bei mir natürlich immer mehr geworden. Und ja, Ehrgeiz und starker Wille, glaube ich, zählt auch dazu, dass man es überhaupt im Fußball, auch im Frauenfußball zu. Du hast die Verletzungen angesprochen, du hast das zeichnet dich aus, was man so hört, du hast die immer wieder ganz hart zurückgekämpft und bist eigentlich immer stärker zurückgekommen. Worauf würdest du das gründen? Wieso funktioniert das so gut bei dir? Ich denke, dass bei Verletzungen bei mir immer so ein Ansporn geben, in der Verletzungspause, in der Zeit, wo man halt wieder aufbaut, dass du einfach weißt, du musst wieder was an dir tun, du hast jetzt eine Pause, wo du besonders körperlich nur an dir arbeiten kannst. Das war immer so mein Ehrgeiz dazwischen,
Jetzt kannst du wirklich nur auf körperlich konzentrieren und nicht nur auf fußballtechnisch, weil du es sowieso nicht machen. Und ja, natürlich, dass du wieder stärker zukommst und dass du auch noch sorgst, dass du auch noch da bist. Jetzt ist die Yassi deine beste Freundin, wie du gesagt hast, ja, genau in derselben Situation. Ich denke, du kannst ja da mit Rat und Tat zur Seite stehen, oder? Grundsätzlich kenne ich mich bei Bandscheibenvorfall nicht so aus. Aber ich denke, dass Yassi weiß, ich kann immer Tag und Nacht anrufen, wenn es was gibt. Ich weiß, dass eine extrem schwere Situation ist für sie. Ich weiß, was sie für die Ziele noch hat. Und ich drücke ja wirklich alle Daumen, was ich habe, alle zwei. Und ja. Caro, du hast schon angesprochen, du machst ja die Ausbildung zur Lehrerin und du trainierst noch Nachwuchs. Mhm. Jetzt bist du da beim FC Wacker Innsbruck unter Vertrag. Das ist ja, mit viel Fahrerei und viel, viel Engagement verbunden. Wie schafft man das unterm Hut zu bringen? Also die Volksschullehrerin mache ich erst ab September wahrscheinlich. Das ist jetzt die Aufnahmeprüfung, also da ist mir gerade verschrien. Ich muss es erst schaffen. Und bei der HPB Torwartakademie bin ich auch Trainerin beim Hans Peterberger und mache in meinem Heimatverein halt die von U7 bis U14 die Torleit. Ist eigentlich ganz einfach, weil du immer die bestimmten Zeiten hast. Bei mir ist zum Beispiel ist ab Nachmittag erst mit der Hausaufgabenbetreuung und am Vormittag bist du bei mir zum Beispiel fast immer ganz frei. Da kannst du dann andere Sachen einbringen und Innsbruck ist für mich noch einmal in der Woche, weil ich zweimal dann beim Hans Peterberger trainiere und das ist auch super zum Koordinieren. Okay, Caro. Du, dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Interview. Herzlich willkommen nochmal beim FC Wacker Innsbruck. Und ich wünsche, dass du bei uns verletzungsfrei bleibst natürlich und dass du immer gute Leistung abrufst. Ich hoffe es.